Der Herr drüben bestellt sich noch ein Bier. Das ist mir angenehm, dann brauche ich mir keinen Vorwurf zu machen, dass ich auch gelegentlich einen zische. Man denkt immer gleich, man ist süchtig. In einer amerikanischen Zeitschrift las ich sogar, jede Zigarette verkürze das Leben um 36 Minuten. Das glaube ich nicht. Vermutlich steht die Coca-Cola-Industrie oder eine Kaugummifabrik hinter dem Artikel. Ein normales Leben, ein normaler Tod, das ist auch nichts. Auch ein normales Leben führt zu einem kranken Tod. Überhaupt hat der Tod mit Gesundheit und Krankheit nichts zu tun. Er bedient sich ihrer zu seinem Zwecke. Wie meinen Sie das? Der Tod hat mit Krankheit nichts zu tun? Ich meine das so. Viele erkranken ohne zu sterben. Also liegt hier noch etwas anderes vor, ein Fragwürdigkeitsfragment, ein Unsicherheitsfaktor. Er ist nicht so klar umrissen, hat auch keine Hippe, beobachtet, sieht um die Ecke, hält sich sogar zurück und ist... musikalisch in einer anderen Melodie. Melodien und Lieder, die bestimmte Rhythmen betreuen, die schlagen dein Innerstes nieder und du bist am Boden bis neun. Thank you.
Arretitüden, Arpeggios, Dankchoral sind zum Ermüden und bleiben rein lokal. Das Krächzen der Raben ist auch ein Stück, dumm sein und Arbeit haben, das ist Glück. Das sagt Mentale, schön, wer es hört und sieht, doch Hunde, Schakale, die haben auch ihr Lied. Was schlimm ist, wenn man kein Englisch kann, von einem guten englischen Kriminalroman zu hören, der nicht ins Deutsche übersetzt ist. Bei Hitze ein Bier sehen, das man nicht bezahlen kann, einen neuen Gedanken haben, den man nicht in einen Hölderlin-Vers einwickeln kann, wie es die Professoren tun. Nachts auf Reisen Wellen schlagen hören und sich sagen, dass sie das immer tun. Sehr schlimm, eingeladen sein, wenn zu Hause die Räume stiller, der Kaffee besser und keine Unterhaltung nötig ist. Am schlimmsten, nicht im Sommer sterben, wenn alles hell ist und die Erde für Spaten leicht.